Seid ihr herzlich willkommen. 1. April ist Portaltag. Bevor ich berichte, was das bedeutet, möchte ich erwähnen, dass jeden Monat erscheint mein kostenloser Newsletter. Per E-Mail kannst du das gerne bestellen. Jeden Monat gibt es bestimmte Themen, astrologische Vorschau, Bericht über einen Engel und jeden Monat ein Angebot, eine Legung mit vedischen Astrologie für halben Preis. Und jetzt zu diesem Portaltag. Unser Sonnensystem bewegt sich auch über eine Zentralsonne. Und es gibt immer wieder mal Tage, wenn unser Planet Erde in diese Richtung schaut. Und das ist ein feinstoffliches Energiefeld. Natürlich sind wir empfindlicher in solchen Tagen. Aber was ein Portaltag noch bedeutet, Heilung, Heilenergie, ein feinstoffliches Energiefeld und zeigt auch Spiritualität. Jeden Tag herrscht ein bestimmtes Symbol. Diesmal, 1. April, haben wir Ben. Und Ben bedeutet Himmelswanderer, die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ben bedeutet auch das Baum des Lebens und das, was wir Menschen auch brauchen, dieser Baum zu erreichen, wo wir das Gefühl haben, ja, hier bin ich angekommen, hier fühle ich mich verwurzelt. Könnte man sagen, Wurzelchakra ist sehr wichtig, auf das baut sich alles auf. Dieser Baum bedeutet auch unsere Herkunft, die Ahnen, unsere Wurzel. Und genau das gibt uns Sicherheit und Stabilität. Dieser Lebensbaum bedeutet auch Wachstum und das trägt auch Früchte. Da dehnt sich etwas auf. Wir können einen neuen Raum einnehmen oder zeigt auch Freiheit, wo wir endlich aufatmen können. Und wenn wir bis jetzt eingeengt gefühlt haben, dann brechen wir das durch. Und das bedeutet, befreit zu sein, bedeutet auch Freiheit. Was für mich ein Baum noch bedeutet, die Reinigung auf die Erde, weil die Wälder sind die Lunge der Erde. Die atmen CO2 ein und die atmen Oxygen aus. Also das wäre auch ein schöner Kreislauf in unserem Leben. Und ein Baum gibt auch uns Kraft und Stärke. Und ich bin fest davon überzeugt, das hat auch Heilkraft und Heilenergie. In diesem Tag, 1. April, bei diesem Portaltag, werde ich ein Ritual halten, dass du all das loslassen kannst, was dich in die Enge gehalten hat, dass du eine neue Freiheit erlebst, Freiraum, dass du ausdehnen kannst, dass du die Verbindung spürst mit deinen Ahnen, aber auch die Verbindung zum Himmel und Erde. Dieser Ritual beginnt um 23 Uhr. Als Energieausgleich beträgt mein Honorar 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Ich freue mich auf die Teilnahme und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe.